Glühend heiß? Wow! Oder eiskalt? Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ich verstehe nicht, wie du so ein eisiges Getränk trinken kannst. Und wie kannst du nur kochend heiße Getränke trinken? Sieh mal, was für ein Typ! Oh. Hi Mädels! Er gehört mir! Denk nicht mal dran! Er gehört mir! Hey, halt dich da raus! Du hast keine Chance. Das werden wir ja sehen. Die feurige Hexe bereitet einen Liebestrank zu. Die Klauen eines feurigen Phönix. Ich füge noch mehr Gewürze hinzu. Und ein Haar. Oh! Run, du gehörst jetzt mir. Wow, es ist so heiß hier drin. Oma, das ist mein neuer Freund. Wow, ist das heiß. Ich wusste, du würdest ihn mögen. Die kalte Hexe hat ihr eigenes Liebestrankrezept. Pulver aus den Schuppen eines Eisdrachens. Oh, dieser Geruch. Jeti Tränen. 1, 2, 3. Irgendwas fehlt aber noch. Natürlich. Etwas Liebe. Oh, Ron. Oh, ist das kalt. Was ist denn hier los? Keine Sorge, wir werden bald zusammen sein. Komm mit mir. Nein, Ron, du kommst mit mir. Nein, mit mir. Hör auf damit. Geht's noch komplizierter? Hey, wollt ihr einen Rabattflyer? Oh, danke. Ich muss los. Ich habe einen Rabattflyer. Gib ihn mir. Das hättest du wohl gern. Gib her. Halt. Lasst uns einen Wettbewerb starten. Hier sind eure Besen. Das ist nicht meiner. Bereit? Und los! Oh, mein süßes kleines Baby. Ja, stimmt. Ah, mein Zauberstab. Nein, ich habe mich in eine Katze verwandelt. Bedeckt ein Bambusstäbchen mit rotem Heißkleber. Erstellt eine Lavatextur. Fügt etwas Kohle hinzu. Halb so wild. Aber warum hast du mich auch in eine Katze verwandelt? Wer wird jetzt den Zauber für uns brechen? Meine magische Liebessüßigkeit ist fertig. Juan wird sie essen und sich für immer in mich verlieben. Da kommt er auch schon. Es riecht nach Magie. Oh, Süßigkeiten. Lecker. Juan, ich habe ein Leckerbissen für dich. Oh, oh nein, meine Süßigkeiten. Hat sie etwa alles aufgegessen? Das war's. Oh, mein Eiszapfen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich mag. Doch, das kann ich. Ich war eigentlich sehr schüchtern, als ich ein Kind war. Das kann nicht sein. Oh, das Paco Suzuki. Paco, ich komme. Paco, warte. Oh nein, schon wieder Fans. Puh, er ist so schnell. Ron, geht's dir gut? Paco ist weggelaufen und ich konnte ihn nicht einholen. Kopf hoch, ich helfe dir. Keine Bewegung! Bestreicht Backpapier mit Lotion. Trag glitzernden Heißkleber auf ein Bambusstäbchen auf. Benutzt dann Acrylfarbe. Fügt auch Glitzer hinzu. Wow, es hat funktioniert!
Paco, wir haben uns endlich getroffen. Lass uns ein paar Selfies machen. Danke, Paco, du bist der Beste. Mal sehen. Dieser Besen ist super veraltet. Dieser hier ist ganz okay. Oh, eine Nachricht. Ron wartet auf mich. Und ich bin noch nicht angezogen. Transformation. Wow, perfekt. Ich muss nur noch meine Haare stylen. Oma, ich leih mir das mal aus. Legt rote Perlen auf eine Angelschnur. Befestigt sie auf Kunsthaarsträhnen. Jetzt bin ich bereit. Die eisige Hexe verschwendet auch keine Zeit. Ron starrt die Schlangentiara und die eisige Hexe an. Stellt eine Schlange aus Fimo her. Fügt Details hinzu und backt die Schlange kurz. Klebt sie an den Haarreif und malt sie mit Acrylfarbe an. Fügt auch eine Zunge hinzu und Strasssaugen. Ron, ich bin hier. Was? Wie kannst du es wagen? Feuer! Ah, Feuer! Es brennt! Ron, was bedeutet das? Hey! Hey, Ron! Ah, diese eisige Schlangentiara hat dich verzaubert. Ich werde dein Getränk aufwärmen und du wirst wieder zu dir kommen. Ah, ist das heiß! Was mache ich hier eigentlich? Was hast du mit mir gemacht? Tja, du wirst nie gewinnen. Wir gehen jetzt. Sorry, brauchst du Hilfe? Verschwinde von hier. Du hast eine Schlange auf deinem Kopf. Warum habe ich so viel Pech? Die feurige Hexe träumt von ihrem Schwarm. Ron, oh, was für ein schöner Tag. Jetzt haben wir unseren ersten Kuss. Oh nein. Was war das? Ron, lass uns zusammen spazieren gehen. Klar. Was für ein schöner Traum. Willst du dieses Video sehen? Klar. Eine Kopfhörerwerbung. Überspringen die Werbung. Okay. Das ist spannend. Was? Schon wieder Kopfhörer? Ach, lass uns die einfach angucken. Niemals. Ich habe keine Lust darauf. Dieser blöde Werbespot wird nie wieder erscheinen. Au, au, ist das heiß. Wow, ich sollte lieber meine verstecken. Hey Mädels. Hi Ron. Bist du hier, um uns zu gratulieren? Oh oh, ich glaube, sie haben heute Geburtstag. Ich brauche sofort Geschenke. Oh, diese Kürbisse kommen wie gerufen. Ich werde ein paar Geschenke herstellen. Schneide den Boden von einem weißen Kürbis auf und entfernt das Innere. Schneidet Augen, eine Nase und einen Mund aus. Besprüht die Innenseite mit blauer Sprühfarbe. Fügt auf der Außenseite eine Perlmuttfarbe hinzu. Legt eine Lichterkette hinein. Schneidet Augen, Nase und Mund mit Hilfe einer Schablone aus. Und legt ein Teelicht hinein. Fertig! Beide werden diese Kürbisse bestimmt toll finden. Hi, das ist für euch. Wow, danke. Das ist aber lieb von dir. Ron, komm rein. Die Party hat schon angefangen. Leute, seht euch diese tollen Kürbisse an. Wow, die sehen ja toll aus. Hallo. Ein Glück mögt ihr meine Geschenke. Ich möchte dir was sagen. Was? Ich kann es nicht glauben. Willst du mich heiraten? Natürlich. Formt aus Fimo einen Drachen. Fügt Details hinzu und lasst ihn trocknen. Benutzt dann Acrylfarbe und fügt etwas Goldstaub hinzu. Befestigt ihn an einem Ringrohling. Oh, ich muss ein Foto von dem Ring machen. Ach ja? Das wird nicht klappen.
Eins, zwei, drei. Ron, wo bist du? Oh. Hey! Ha, er antwortet nicht. Leg deine kleine Figur in eine kleine Plastikkugel. Füg Kunstschnee und Glitzer hinzu. Und leg die Kugel auf eine Schnur. Ron gehört jetzt mir. Für immer. Ron, ich bin so traurig. Alles ist anders ohne dich. Du böse Hexe. Ich werde mich rächen. Das denkst aber auch nur du. Ron steckt in der Kugel fest. Und er wird immer bei mir bleiben. Es ist so kalt. Wie fandet ihr unsere eisige und feurige Hexe? Schreibt uns, ob ihr eine Fortsetzung sehen möchtet und was die beiden dann machen sollen. Vergesst nicht zu abonnieren. Lasst auch einen Kommentar da und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.